Ja, da bin ich nochmal, ihr Lieben. Ja, erst kommt gar nichts von mir und dann kommen gleich zwei Videos auf einmal. Aber das hat auch einzig und allein damit zu tun, ich habe heute die Post, mein Gewinn von dem lieben Lukas kleine Bastelwelt bekommen. Wundert euch nicht, dass hier so ein Kabel ist. Ich versuche jetzt gerade dieses Mikrofon auszuprobieren. Also ich habe es mir jetzt angestöpselt. Und werde mal gucken, ob ich da irgendeine Veränderung habe. Ich habe jetzt 2 Stunden lang probiert, dieses komische Mikrofon in Gang zu kriegen, sowohl am PC wie auch am Handy. Dachte mir, okay, jetzt stöpsel ich es einfach mal mit ins Handy rein, wenn ich sowieso aufnehme, um zu gucken, ob es einen Unterschied gibt. Schauen wir mal. Ansonsten werde ich es gleich verpacken und mit zur Post morgen nehmen. So, aber um wieder zurückzukommen. Hier ist das Paket oder mein Gewinn von Lukas kleine Bastelwelt. Ich wollte noch gleich was dazu sagen. Ich habe vorhin, oder besser gesagt vor ein paar Tagen schon, mitbekommen, wie viele Videos ich schon gedreht habe und die habe ich alle gar nicht bearbeitet und hochgeladen, weil dann wieder irgendwas dazwischen kam. Ich hatte ja vorgedreht oder vorgefilmt und habe die Dinge ja auch alle abgespeichert, bearbeitet und irgendwann bin ich gar nicht mehr hinterhergekommen, weil andere Projekte Vorrang hatten. Liebe Leute, gerade die, die mir ein Überraschungspaket geschickt haben, bitte seid mir nicht böse, die Videos kommen. Also ich gelobe auf jeden Fall Besserung. Die Dinge, die ich alle fürs letzte Jahr auf dem Schirm hatte und die ich auch jetzt für den Januar, besser gesagt Februar auf dem Schirm hatte, sind abgearbeitet. Ich werde mich jetzt ransetzen und wirklich die ganzen Videos noch bearbeiten und auch hochladen. Deswegen gibt es jetzt auch gerade ein bisschen mehr. Ich bin sowieso mindestens bis 1. März noch im Lockdown. Von daher habe ich da jetzt auch wirklich ausreichend Zeit, mich intensiv darum zu kümmern. Ich wollte nur, dass ihr das weißt, nicht, dass ihr näher denkt, dass ich die Überraschungen und die Dinge, die mir dazu gesandt worden sind, nicht zu schätzen weiß. Ganz im Gegenteil, ich habe mich mega gefreut und das wird man auch auf den Videos hören, sehen weniger, weil ich bin ja nicht zu sehen. So, aber jetzt machen wir erstmal mit dem lieben Lukas weiter. Denn dem hatte ich ja auch versprochen, dass ich ein Video mache. Ach Gottchen, guckt mal, ist das nicht putzig? Ist das niedlich? So, ich hole mal alles hier raus. Ach, ist das niedlich? Das ist ja so eine süße Maus. Da ist auch noch. Oh, eine schicke Visitenkarte hat er, muss ich ja mal sagen. Kann ich mir ja noch was von abschneiden. So, den Karton packen wir beiseite. Und dann habe ich als allererstes Post für mich. Ach Gott, ist das süß. Bin ich ja echt gespannt. Ach Gott, guck mal hier. Pack mich aus, pack mich aus. Ach, ist ja niedlich. So, dann ziehen wir das mal raus. Ich schmier ich mal. Oh. Oh, Happy Day. Schön, da freue ich mich. Ups, da ist ein Zettel. Den Zettel lese ich mir jetzt erstmal selber durch. Ja, also er hat mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch, lieber Kreativfalter. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Kreativfalter, herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn und viel Spaß beim Verbasteln. Lukas, LG. Und dann hier mit so einer kleinen süßen Katze. Ach, das ist schön. Das kommt auch in das Album rein, was ich machen werde für alle Karten, die ich dann dieses Jahr so bekommen werde. So, dann haben wir hier. Aha, okay. Schauen wir mal, was da drin ist. Was er mir da eingepackt hat. Aha, die Spannung steigt. Er hat mir diese kleinen Tütchen geschickt. Na, das ist ja cool. Oh, danke, Lukas. Und er hat mir diese Glühbirnenanhänger einmal in Bronze und einmal in Silber geschickt. Ich komme ein bisschen näher. Warte mal, ich mache die mal raus, weil die sind wirklich so glänzend, die Tütchen. Und die sind auch ganz schön.
Ja, doch, kriegt man auf. Ich dachte schon, ich muss es aufreißen, aber nein, brauche ich nicht aufreißen. So, dann kann ich euch die nämlich besser zeigen. Die sind so süß. Die habe ich in seinem letzten Video nämlich schon bewundert gehabt. Und dann hat er mir nochmal 4 so eine weiteren Tütchen geschickt. Das ist aber lieb. Dankeschön. So, dann machen wir das aus. Ich hoffe, da ist was zum Naschen drin. Ich bin unterzuckert. Ich bin jetzt wirklich schon ein paar Tage dabei, abstinent zu bleiben. Ich gehe auch nicht einkaufen. Ich gehe nur einmal die Woche einkaufen. Einmal die Woche, damit ich nicht nasche. So, was haben wir denn da? Ach, ist ja goldig. Die habe ich auch gesehen gehabt. Das sind... Das wird weiterverarbeitet. Das sind... Ich hole sie mal raus, dann knistert es auch nicht so. Wenn du sie so gleich anders einsortiert. So eine Plastiksonnenbrille. Die kann man gut an einen Schlüsselanhänger mit dran machen. Oder aber an einem Sascha... Urlaubsalbum. Auch da können die super mit dran. Voll cool. Wie voll genial. Freue ich mich ganz doll. So, das Tütchen kann ich auch weiterverarbeiten. Ha, weiß ich schon, wer das kriegt. Ja, sowas geht dann nämlich gleich nochmal auf die Reise. So. Dann haben wir hier etwas in einer hübschen Serviette eingepackt. Ah, die kriege ich leider nicht gerettet, weil das ist mit Tesa. So, ich bin gespannt. Oh, ein Säckchen. Und da steht drauf. Oh, die Glöckchen, das ist ja süß. Ich sehe ja was, ich sehe ja was. Oh, du bist ja verrückt. Ist das niedlich. Die kleinen Glöckchen, aber, oh Gott, sind die süß. Also, hier sind so ein paar Kürbisse und ein paar Spinnen. Die gehen definitiv weiter. Die werde ich jemand anders mit ins Paket machen, weil ich stehe gar nicht auf Halloween und schon gar nicht auf Spinnen. Die Glöckchen bleiben natürlich bei mir. Ich habe nämlich eine Spinnenphobie. Ich mag die gar nicht. Aber guckt mal. Sind die nicht Zucker? Oh, die sind so süß. Ich bin ja eigentlich überhaupt gar nicht der Süß-Fan, aber die sind total Zucker. Die kommen auch bei meiner... Babyalben noch mal drauf. Ich habe nämlich gerade welche fertig gemacht. Also eins habe ich schon, eins habe ich komplett fertig, aber da passt auf jeden Fall noch ein Teddybär mit drauf. Definitiv. So, dann haben wir aber hier noch, ja, das kommt hier mit zu. Ich finde es total lieb mit diesem Halloween, aber ich bin da gar nicht. Halloween ist nicht meins, überhaupt nicht. So, dieses Band muss ich mir auch hier sichern. Ein Glittermix. Der ist natürlich total schön. Da sind so Happy Birthday Teile drin und so eine kleine Luftballons. Jo. Habe ich wieder was zu sortieren. Dann werde ich mir heute Abend mal einen Film anmachen, dann kann ich wieder was sortieren. Ha, habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. So, dann bin ich gespannt. Oh ja, ich habe wirklich viel Washi-Tape. Das brauche ich, hänge ich mir immer hier an meine eine Arbeitsplatte. Das benutze ich immer für die Sidekick. Wenn ich da, weil für die Sidekick habe ich jetzt keine Magnetplatte. Irgendwie hatte ich vorhin in einem Video gesehen, dass es dafür auch eine Magnetplatte gibt. Aber man hat immer wieder so Washi-Tape, so wie hier. Und dann benutze ich das immer, um die Stanzen darauf zu fixieren. Oh, was ist das denn? Das ist ja genial. Oh, ist ja cool. Na, die probiere ich ja mal richtig gerne aus. Sowas liebe ich ja immer. Art Intrend oder Trient oder so. Die haben hier auch so eine totale Pinselspitze. Voll cool. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und nochmal zwei so eine kleinen Tütchen.
mach ich mal hier. Soll ja nicht ins Endlose für euch gehen. So, was machen wir jetzt als nächstes auf? Flamingos oder Häschen? Hasi. Hasi oder Flamingo? Flamingo. Hasi machen wir zum Schluss. Nee, die werde ich leider auch nicht retten können. Jedenfalls nicht komplett. Rings ums Tesafilm nicht. Ja, mein Mülleimer ist natürlich wieder an der Ecke, wo er nicht sein sollte. So. So, wollen wir mal schauen, was hinter. Oh! Oh mein Gott! Du bist ja irre! Wie geil! Oh, ist das genial! Ey, du weißt gar nicht, was du mir da für eine Freude gemacht hast mit. Erstens, weil ich alle meine Strasssteine in diesen Boxen jetzt aufbewahre und die sind so schwer zu kriegen, jedenfalls für einen annehmbaren Preis. Und dann liebe ich diese kleinen und ich habe so gut wie keine mehr von diesen Mini-Strassstellen. Ey, ich freue mich gerade total. Ey, echt. Oh, ey, ich komme gerade heulen vor Freude. Ey, nee, echt Wahnsinn. Hammerhart. Oh, mein Tag ist gerettet. Egal, ob das Mikrofon funktioniert oder nicht. Mein Tag ist gerettet. Juhu. Voll cool. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu laut ist mit dem Mikrofon, wenn es überhaupt funktioniert hat. Oh Mann, Lukas. Hammerhart. Ey, absolut der Knaller. Also, weil sollte es in dem Verlosungsvideo ja gezeigt worden sein. Ich habe ja vorgespult. Ich mache das generell so. Wenn irgendwo Verlosungen sind und derjenige, die den Gewinn zeigt, dann spule ich immer vor, weil, falls ich dann gewinnen sollte, dann weiß ich nicht, was ich bekomme und kann mich so freuen wie eben. Ja, ihr müsst auch denken, meiner hat einen Knall. Ja, ich habe einen Knall. Ab und zu habe ich einen Knall. Und gerade jetzt, wo man hier so einen Kollaps fast bekommt. So, und jetzt haben wir hier noch Hasi. Und Hasi ist total süß. Ich glaube, Hasi kommt auch mit in mein Album rein. Ich finde Hasi so niedlich. Hasi kommt mit ins Album, zu der Karte. Da muss Hasi rein. Vielleicht mache ich Hasi sogar vorne aufs Cover. Oh ey, das ist voll die Freude. Wirklich, hammerhart. Ist ja nicht so, dass ich keine Strasssteine hätte. Aber nicht in der Größe. Und ich liebe diese Größe. Sind ungefähr, glaube ich, 2 mm oder so. Und ich habe keine mehr. Oder fast keine mehr. Oh, voll geil. Oh, was hat er denn mir hier eingepackt? Ich nehme das mal hier runter. Noch kann ich es nicht ganz erkennen. Oh, ist ja cool. Hier habe ich goldfarbene Karabinerhaken bekommen. Hier habe ich nochmal so eine goldfarbenen Kettchen mit diesen Kügelchen bekommen. Und hier hat er mir, oh, was ist das denn? Das sind auch so eine Anhänger. Ich glaube, die muss man normalerweise mit, ah, jetzt verstehe ich. Ich habe mich schon gewundert. Na, das ist ja mal. Ich hatte mich schon gewundert. Jetzt weiß ich es. Also, liebe Leute, hier vorne stehen ja Zahlen und Buchstaben drauf. Und auf den Teilen stehen Zahlen und Buchstaben drauf. Und die werden dann, das ist praktisch wie so ein Diamond Painting, nur dass die mit ganz herkömmlichen Strasssteinen hergestellt werden. Das ist ja auch mal faszinierend. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Voll verschärft. Und man macht das eben halt auf beiden Seiten. Ja. Ob ich das jetzt allerdings damit machen werde, weiß ich noch nicht so genau. Weil das jetzt so eine Fummelarbeit, also ich liebe Fummelarbeiten, ohne Frage. Aber ja, muss ich mal gucken.
ob ich das so herstellen werde, weil ich freue mich gerade so riesig auf diese kleine und werde ich die jetzt hier verarbeiten müsste. Aber ich habe ja auch noch andere Steinchen. Ich kann ja auch größere nehmen. Das spielt ja keine Rolle. Wenn man das nicht sieht, das kann ich ja ausprobieren. Dann kann ich das auch andersweitig noch nutzen. Auf jeden Fall freue ich mich total dolle. Ganz, ganz, ganz dolle. Megamäßig. Ein super Gewinn. Ja, so, ihr Lieben. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Wie gesagt, das ist echt Wahnsinn. Ich werde mir das jetzt hier alles noch. Ja, seine Seite werde ich verlinken, denn er hat jetzt auch gerade einen Shop gefüllt mit seinen Kreationen. Und die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es sind gute ausgefallene Sachen, nichts Alltägliches, sage ich mal. Letztendlich sind alle Sachen eine Geschmackssache. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, mal vorbeizugucken. Ich werde, wie gesagt, in der Infobox seinen Namen und sein Shop sowie seinen YouTube-Kanal mit verlinken. Und dann könnt ihr da mal schmökern gucken gehen. Ja, ich danke dir ganz herzlich, lieber Lukas. Du hast mir eine riesengroße Freude gemacht. Und Hasi kommt mit ins Album. Ich stehe ja im Grunde genommen nicht so auf diese Plastikbeutel und sowas alles, aber Hasi kriegt einen Ehrenplatz. Aber es ist auch die einzige Tüte. Ja, die ist süß. Ja, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Ich hoffe, meine Freude erscheint euch nicht zu übertrieben, aber ich habe mich wirklich gerade megamäßig gefreut, weil, ja, ist eben halt so. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Wie gesagt, seid vorsichtig. Die Wetterverhältnisse sind gerade sehr glatt. Okidoki, ihr Lieben. Ach so, halt. Eine kleine Frage habe ich noch. Mal gucken, wer das Video bis zum Schluss guckt. Ich bräuchte ganz dringend das Klebeband von Action, dieses Papierklebeband und dieses transparente Klebeband von M3. Ich habe hier nur noch wirklich, ja, es sieht so aus, als wenn ich fast durch bin. Also ich habe Angst, dass es alle ist, bevor ich Neues habe. Wenn da irgendjemand sein sollte, der noch sowas hat, bitte, bitte melden. Aber nicht extra losgehen, weil ich habe schon meine liebe Sparina gefragt. Aber wie gesagt, momentan sind die Wetterverhältnisse sehr, sehr bescheiden und in mancherorts wird gar nicht gestreut oder besser gesagt der Schnee beseitigt. Ich möchte nicht, dass sich jemand wegen mir in Gefahr begibt. Nur wenn es jemand haben sollte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn er eventuell jeweils eine Rolle von mir abtreten könnte. Ja, entweder im Tausch gegen was anderes, da kann man sich ja dann einigen, oder aber eben halt gegen Bares. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend und sage bye bye. Ja, ihr Lieben, ich nochmal, weil, das muss ich jetzt nochmal erwähnen, das habe ich nämlich eben gar nicht richtig gesehen gehabt, weil das Licht so blöd gefallen ist. Aber mir ist es eben gerade, als ich das Video nochmal angucken wollte, aufgefallen, hier hat er mir unten sogar nochmal meinen Namen raufgeklebt mit Buchstaben, die so irisierend sind. Das finde ich total süß. Normalerweise hätte ich den Karton jetzt weiterverwendet für die nächste Überraschungspost für jemand anders, aber das werde ich mir hier ausschneiden, weil ich das sowas von süß finde. Ja, er hat auch hier auf der anderen Seite, jetzt muss ich das mal hier abdecken, weil da hatte ich jetzt keinen Aufkleber drüber gemacht oder keine Karte, überall nochmal Washi-Tapes beklebt und so und hat auch wirklich das gesamte Paket komplett eingeklebt, damit nichts passieren kann. Und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken und wollte das nicht unerwähnt lassen. Also jetzt aber endgültig. Bye bye, habt einen schönen Tag und ein schönes kommendes Wochenende.